Hausaufgaben, wie Sie Hausaufgaben erstellen, zuweisen und überprüfen. Mit It's Learning ist das Zuweisen, Erledigen und Überprüfen von Hausaufgaben ganz einfach. Wählen Sie zunächst den entsprechenden Kurs aus und klicken Sie anschließend auf das grün hinterlegte Hinzufügen rechts oben. Wählen Sie im sich öffnenden Untermenü den Punkt Auftrag aus und klicken Sie ebenfalls darauf. Schon haben Sie eine neue Aufgabe erstellt, die Sie jetzt benennen können. Geben Sie der Aufgabe ebenfalls eine aussagekräftige Beschreibung im Feld darunter. Über Dateien hinzufügen können Sie nun Dateien von Ihrem Computer oder einer anderen Quelle hinzufügen. Geben Sie der Aufgabe nun eine Frist, bis zu der sie erfüllt werden soll, und markieren Sie das Kästchen "Diese Aktivität ist eine Hausaufgabe". Neben weiteren Angaben können Sie etwas weiter unten in der rechten Leiste eine passende Beurteilungsskala einstellen. Im unteren Bereich können Sie zusätzlich einstellen, ob die Ansicht durch Lernende erlaubt ist oder ob Sie ein Exemplar für jeden Lernenden anfertigen möchten. Gut gemacht, erstellen Sie jetzt die Hausaufgabe durch einen Klick auf Aufgabe erstellen unten links. Mit einem Klick auf Aktuelles im oberen Menü bekommen Sie einen schnellen Überblick über die neuesten Aktivitäten, wie zum Beispiel Ihre eben hinzugefügte Hausaufgabe. Wechseln wir nun zur SchülerInnensicht. Zunächst wählt Barbara die entsprechende Hausaufgabe über Aktuelles aus. Dann klickt sie auf das grün hinterlegte Aufgabe beantworten. Hier trägt sie ihre Antwort ein und klickt dann auf Abschicken, sobald sie fertig ist. Danach erhält sie sofort die Bestätigung, dass sie ihre Aufgabe eingereicht hat. Jetzt wechseln wir zur LehrerInnenansicht und sehen uns an, wie diese Hausaufgaben bewerten können. Klicken Sie oben rechts auf die zu korrigierende Aufgabe und wählen Sie die Aufgabe des entsprechenden Schülers bzw. der entsprechenden Schülerin aus. Vergeben Sie nach Durchsicht der Aufgabe nun rechts Ihre Beurteilung und senden Sie optional dazu ein Feedback mit. Mit einem Klick auf Beurteilung speichern, speichern Sie diese und markieren die Aufgabe als abgeschlossen. Wenn Sie das Fenster schließen, sehen Sie, dass sich der Status der Aufgabe entsprechend verändert hat. Zum Abschluss schauen wir uns an, wie SchülerInnen daraufhin benachrichtigt werden. Unsere Beispielschülerin Barbara klickt nun also in ihrer It's Learning-Seite oben rechts auf die kleine Glocke, die eine neue Meldung anzeigt. Im sich aufklappenden Menü darunter sieht sie sofort, dass eine neue Beurteilung für sie bereitsteht. Klickt sie darauf, dann landet sie bei der entsprechenden Aufgabe und sieht ihre Bewertung sowie das vom Lehrer mitgesendete Feedback.